Nice. Oh, jetzt fehlen sogar zwei Schrauben. Vor 2 Jahren war es nur eine. Oh mein Gott. Diese nix gute. Scheiße, ey. Ich bin direkt mit euch ehrlich. Der Zustand vom E36 ist katastrophal. Also, ich meine, das Auto haben wir jetzt vor knapp 2-3 Jahren gebaut. Und nach dem Bauen habe ich eigentlich nie wieder was dran gemacht. Ich habe das Auto nie gewaschen, höchstens mit Glasreiniger und Klopapier. Das Ding hat nonstop in die Fresse gekriegt. Das Ding hat einen Reifensatz nach dem anderen verburnt. Das Ding war auf so vielen illegalen Street Drift Events in Polen. Und das merkt man dem Auto mittlerweile an. Und der Rest ist dann jetzt auf den Pfingsttreffen passiert in der Burnout Area. Und es wird Zeit, dem Auto wieder Liebe zu geben. Und es wird Zeit, aus dem Pisskoffer eine 2.0 Version zu machen. Und ich habe eine kleine Vision und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denn ich sag euch ehrlich, so wie er jetzt ist, gefällt er mir auch nicht mehr. Ich meine, ich kann auch nicht mehr fahren. So, ich hätte schon Bock, mal wieder ein bisschen auf Achsen zu fahren. Und mit dem großen Spoiler, da kann ich auch nur in Polen fahren. Deswegen, wir werden jetzt anfangen, den Wagen auseinanderzunehmen. Das Airride ist hinten im Arsch. Der ist durch die Hitze irgendwas kaputt gegangen. Er kommt hinten immer hoch. Deswegen ist auch schon der Wagenheber drunter. Unsere Stoßstange vorne ist auch komplett in Eimer. Sie ist komplett hier einmal eingedrückt. Und genauso auch hier gerissen. Das ist echt schwierig. Ja, Spoiler ist halt Übermaß, mittlerweile Geschmackssache. Also anfangs hat mir das echt gefallen, aber ja, ich hätte schon ein bisschen Bock auf was Dezenteres. Deswegen das Upgrade zum 2.0. Seid gespannt auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir legen los. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich bin gespannt, was ihr sagt, wie wir den Wagen jetzt hier umbauen werden. Okay, also jetzt gibt's kein Zurück mehr. Den Spoiler haben wir abgebaut. Da sind sie, unsere Füße. Hier ist unsere Frittentheke und das bleibt weg. Genauso auch unsere zerschnittene Stoßstange. Das wird so, wie es ist, nicht mehr auf das Auto kommen. Wir haben ein neues Upgrade und zwar, ja, es geht ein bisschen in den Driftmodus, denn wie ihr sehen könnt, ich muss jedes Mal meine Karre irgendwo da hinten am Diff anheben, falls irgendwann was passiert. Ich habe jetzt aus der Aktion gelernt, wenn der Wagen auf 0 bar ist, habe ich absolut gar keine Option, den Wagen mehr anzuheben. Es war wirklich ein mega Krampf. Und dank dieser Bashbar haben wir erstens einen Prallschutz. Plus, wir haben hier so ein Jackpad. Das heißt, wir können jetzt einfach unser Auto am Diff runterlassen und es einfach ganz normal an unserem Jackpad anheben. Ich glaube, ich muss WD-40 reinmachen. Der quietscht komisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt so die Option, schnell Reifen zu wechseln, wenn wir mal auf dem Event sind, driften wollen, Prallschutz, dies, das. Also mega, mega geil. Und ich sag mal so, wenn wir das hinten haben, dann sage ich euch, haben wir auch das Gleiche für vorne. Denn ich habe mir hier vorne die Stoßstange übelst zerstört, eben durch das Anheben. Und durch diese Bashbar vorne können wir da auch vorbeugen. Und ja, an dem Teil kann man auch recht easy anheben. Das heißt, wir bauen jetzt unsere Pralldämpfer ab, knallen das Teil rein. Und dann sind wir schon mal einen Schritt voran, was unseren Pisskoffer 2.0 angeht. Ich würde sagen, wir legen los und bauen mal das Schmuckstück hier dran. Das ist es, meine Freunde. Das ist es. Wir haben jetzt hier Bashbars an unserem E36 und von denen sieht man eigentlich fast gar nichts. Nur hier, wir können die Stoßstange abnehmen und darunter haben wir unseren Bashbar-Schutz. Einmal vorne, genauso wie hier hinten. Ja, da brauchen wir einmal eine komplett neue Stoßstange. Die kommt dann auch noch auf jeden Fall im Verlauf des Videos ran.
Es gibt jetzt erstmal eine ziemlich wichtige Sache. Ihr habt ja gesehen, beim Burnout ist ja der Kühlerschrott gegangen. Also wir dachten erst, es ist nur dieser Stopfen mit dem Überdruck. Aber beim Videoschneiden habe ich dann gesehen, dass am Auto rechts eine übelste Wolke rauskam. Und ich habe mir das schon das Ganze angeguckt und es hat leider doch den Kühler erwischt. Genau irgendwo. Oh mein Gott. Yo, Digga. Also, das war letztens noch nie. Guck dir das mal an. Alter, den hat sie ja komplett zerfetzt. Alter, oder war das jetzt nochmal durchs Laufen lassen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ja, hoch. Naja, zum Glück haben wir direkt für Ersatz gesorgt. Ich habe mich nicht lumpen lassen und bin heute zum örtlichen Teileladen gefahren und habe heute früh einen Wasserkühler bestellt. Dieser ist auch schon angekommen. Eigentlich hätte ich eine Kooperation mit einer Firma gemacht, aber ich sage euch ehrlich, scheiß auf Kooperation. Wirklich, 90% der Firmen sind Schmutz und ich sage wirklich, ist wirklich Hand aufs Herz, ich könnte mega viele Kooperationen machen, mir die Nase Gold verdienen. Dann wäre schon unser Skyline fertig, dann wäre das Ding auf Turbo. Mir würde es ziemlich gut gehen, aber ich empfehle einfach nur Sachen, die geil sind. Und ich kann euch nur eins sagen, unterstützt lieber den örtlichen Teileladen, bevor ihr auf irgendwelchen Internetseiten euch Teile bestellt. Also für die, die Streams auf Twitch schauen, die kennen die Story, also wirklich absolut Katastrophe. Sowieso, falls ihr mal Bock habt, so ein bisschen hinter die Kulissen zu kommen, ich streame jeden Donnerstag ab 20 Uhr, seid ihr gerne herzlich eingeladen. Das Ganze natürlich hier unten verlinkt. Und wir bauen jetzt erstmal den alten Kühler aus, denn ja, das Auto muss definitiv auch laufen, denn ich möchte auch zum inneren Blumenpflücken, zu Sauerkrauts, und mit dem kaputten Kühler ein bisschen schwierig. So, unser neuer Kühler ist verbaut. Passt jetzt aber nicht zum Rest, ey. Ich habe noch nie den Motor sauber gemacht. Wirklich, seitdem ich das Auto zusammengebaut habe, habe ich ja noch nie was sauber gemacht. Deswegen ein Glück ist da auch nur Hubraum in Größe von einem Milchkarton. Denkt dran, alles unter 2 Liter ist ein Saftkarton und kein Motor. Dazu zähle ich den Haufen auch. Und somit wäre jetzt erstmal das erledigt. Und zu der Frage, warum das Auto jetzt hier in Folie steht. Wie erkläre ich denn das Ganze? Ach komm, scheiß drauf, einfach Freestyle. Also, E46 Kombi wird verkauft. Ich möchte das Geld gerne hier investieren, denn das Auto werde ich in Zukunft showdriften. Ja? Und für irgendwann meinen Polentrip ist eh wieder ein anderes Auto geplant, deswegen E46 Touring ist einfach durch das Thema. Die Sitze, die da drin sind, behalte ich. Keine Sorge, die frisch lackierten Sitze, die bleiben bei mir, die kommen dann in das neue Fahrzeug rein. Und ja, wie ihr sehen könnt, irgendwie ist hier das JDM-Kit und das liegt einfach daran. Ich dachte eigentlich, also zumindest hat mir der Verkäufer das so gesagt, dass das Kit für ein E46 ist und es hat nie richtig gepasst. Und ja, wir haben spaßeshalber das mal so drauf gesteckt. Was, Bruder? Ha! Ja, das Kit ist für den E36. Und jetzt ergibt es so vielleicht langsam Sinn, was in meinem Kopf vorschwebt. Spoiler ab, JDM-Kit dran. Denn ich sag mal so, mit so einem JDM-Kit habe ich nicht so viele Probleme wie mit so einem Spoiler. Und zu dem Kit gibt es auch noch einen Ducktail. Den hat mir schon ein Abonnent geschickt. Der kommt heute oder morgen an. Das heißt, wir schleifen jetzt das komplette JDM-Kit, reparieren es. Ich habe hier schon den Lack mit Abbeizer runtergemacht. Und dann wird alles beilackiert. Und somit wird unser Pisskoffer 2.0 Richtung JDM gehen. Und ja, jetzt heißt es schleifen, 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 lackieren. Mache ich ja nicht schon genug in letzter Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich bin gespannt jetzt auf eure Meinung, wie ihr das Ganze findet und wie wir das Ganze umsetzen werden. Denn die Liste ist noch ziemlich lang, dann das Auto fährt und bereit ist fürs innere Blumenpflücken. Let's go.
es ist ein bisschen Zeit vergangen und es ist verdammt viel passiert. Ich glaube, letzter Stand war, wenn ich mich glaube ich richtig entsinne, Bodykit ausgepackt, festgestellt, dass es passt. Und ja, ich habe es komplett repariert mit GFK, alles laminiert, gespachtelt, gefüllert und geschliffen. Zum Beispiel hier haben wir ja unseren Schweller und da sieht man ganz gut, dass hier einige Stellen neu repariert worden sind. Hier musste ich zum Beispiel Spachtel erst auftragen, weil hier so ein fetter Riss war. Dann von hier außen eine komplette Matte drauf, alles füllern etc. pp. Auch hier die alten Löcher, wo schon mal das Ganze angeschraubt war. Es ist jetzt gefüllert, nicht wundern. An ein paar Stellen kommt das so durch. Es ist aber komplett auf Plan, denn hier waren ja diese Farbspritzer drauf. Und ich habe mit Abbeizer, soweit es geht, ja, alles abgemacht. Bei allen Anbauteilen hat es geklappt. Hier ist es dann ausgegangen. Hier habe ich dann einfach auf Fläche geschliffen. Ich meine, ja, das ist halt nur ein GFK-Schweller. Wer weiß, wie lange diese Phase anhält. Aber jetzt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? Ach du Scheiße. Alter, das harmoniert richtig gut. Vor allem auch mit dem Dachkanten-Spoiler. Ducktail hier alles. Dann dieser komplette Schweller, ey, das Auto ist jetzt auf 0 Bar so scheiße tief. Das größte Problem hatte ich allerdings mit der Front. Ey, das Ganze hier anzupassen, also ich weiß nicht, was da los war, aber ja, ihr seht es, es ist so viel hier rausgekommen, um das Ganze hier reinzukriegen. Ich bin fleißig am Machen, in ein paar Tagen geht's zum Ultrace, ich muss jetzt anfangen, langsam das Design drauf zu machen. Allerdings muss ich hier noch alle Löcher machen. Es ist jetzt schon ziemlich spät, deswegen ich mache jetzt hier Feierabend. Morgen geht es dann los, dass wir alles hier komplett verspaxen. Denn ihr seht, das ist noch alles nicht so ganz genau dran, wie es sein soll. Wenn wir jetzt alles festgespaxt haben, werde ich dann hier das Design drauf machen. Hier hatte ich die Löcher auch noch zugeschweißt, wo damals der Class 2 verbaut war. Ne, da war hier ein Loch und hier. Ne, ich wollte das jetzt einmal ordentlich haben, ist alles auf Plan verschliffen, dass wir auch das Design hier draufziehen können. Ne, dass es alles wieder so ist, wie es mal war. In diesem Sinne, wir sehen uns dann gleich morgen, denn wir haben noch eine ganz schöne Liste hier abzuarbeiten mit ein paar Kleinigkeiten. Dazu dann aber gleich viel mehr, also bis gleich. Der nächste Tag und ich war schon fleißig. Das Bodykit ist jetzt einmal drumherum komplett montiert in Abständen mit Schrauben. Genauso auch jetzt der Spoiler. Wir haben jetzt nicht mehr dieses Abstehende hier, sondern es ist jetzt alles schön bündig. Ich habe schon direkt losgelegt. Unsere Stoßstange schon jetzt hier erst einmal angenebelt, schon mal in der Grundfarbe. Denn das Auto war von der Grundfarbe her schwarz, aber ich werde mir hier ein bisschen ersparen. Wenn ich jetzt die Teile hier montiert habe, werde ich mir jetzt einfach schon mal mit einem Stift markieren, wo welche Farbe lang ging, ne, dass man zum Beispiel diese Zacken, die hier mal waren, wieder auf den Schweller haben oder dieser grüne Balken, der so runter ging und werde das Ganze mir so vereinfachen. Oh, das wird ein übelster Höllenritt, das Ganze zu schaffen, aber ich bin positiv eingestellt, dass wir das hinkriegen. Vor allem, ich bin mega gespannt, wie das alles so ausschauen wird, wenn es lackiert ist. Ich meine, jetzt sieht das schon echt Mad Max mäßig aus. In diesem Sinne, für euch gibt es jetzt ein bisschen Musik und wir probieren das Ganze jetzt hier mal wieder in Farbe reinzuzaubern. Let's go! War eine ziemlich schnelle Nummer, aber eigentlich nur für euch. Bei mir hat es echt lange gedauert, dass wirklich alles perfekt ist. Dass wirklich jede Farbe überall hinhaut. Ein Glück auf mein Restedose-Regal. Da habe ich noch fast alle Töne gefunden. Es gibt eine Stelle, die haut nicht hin. Und zwar ist es dieser Farbton zu unserer Heckklappe. Aber ansonsten alles ist so, wie es sein soll. Die Heckstoßstange ist genauso, wie sie sein soll. Ich bin auch ehrlich übelst Fan von diesem Lila. Ich habe es schon vorhin zusammengesteckt. Sah schon richtig, richtig geil aus. Zum Thema Heckklappe, wie gesagt, ist ja auch jetzt alles beigemacht. Ich habe jetzt hier eine Lackierkante erstellt. Ich will nicht die ganze Heckklappe lackieren, denn unser Ducktail ragt recht weit hier rüber. Wir machen wieder unser Zaubermittel drauf. Allerdings haben wir damals mal was gemacht, was ich jetzt so ein bisschen bereue. Hier haben wir ja unsere alten Teile und wie ihr sehen könnt, ist hier Glitzer drin. Unser ganzes Auto
hat nämlich Glitzer drauf. Genau, Glitzer aus dem Action. Ich habe damals Silber und alle Türkis- und Blautöne genommen und reingemischt. Und damit das auch hinhaut, werden wir das gleiche machen. Jetzt zu unserem Zaubermittel, was als allererstes draufkommt, vorm Klarlack. Wir werden jetzt unser Glitzer hier reinmischen, natürlich so wie es immer war, also Silber und Türkis und Blautöne. Wir werden das einmal schön annebeln und dann alles ausfüllen. Dann heißt es irgendwann heute Abend dann nochmal Schleifen und Klarlack drauf. Es ist schon wieder so eine absolute Nullnummer. Ich sage euch ehrlich, ich bereue es so sehr, dass ich das Auto so zum Pfingsttreffen geprügelt habe, dass ich jetzt hier das Ganze mache. Aber ich war ja nicht ich, wenn ich auf den letzten Drücker in der letzten Minute irgendwas tue. In diesem Sinne, wir mischen jetzt unser Glitzer rein und legen los und lackieren das Ganze hier. Ich bin fix und fertig, aber es hat sich gelohnt. Drin trocknet jetzt alles. Wir nutzen die Zeit direkt zum Reifen umziehen. Denn wie man vielleicht sieht, haben wir es das letzte Mal ein bisschen übertrieben. Also ich meine, ich denke mal, nach Berlin würden wir noch kommen. Aber danach wäre auch dann das Profil runter. Ich habe jetzt hier drei Pirelli-Reifen. Warum drei? Beim letzten Mal aufziehen ist einer gerissen, weil ich ihn falsch aufgezogen habe. Und ich will auf Nummer sicher gehen, dass jetzt nichts mehr schief läuft. Habe einen Reifen mehr jetzt dabei. Also eigentlich habe ich einen ganzen Satz, nehme jetzt aber drei mit, falls was passiert. Deswegen, wir fahren jetzt zu Paul von Shibuya's Garage. Ziehen unsere Reifen auf. Danach mache ich erstmal Pause, denn wir müssen unser Zauberzeug ein paar Stunden jetzt ablüften lassen, dass es dann irgendwann zum Schleifen ist. Und dann heißt es irgendwann dann, ja, gegen 0 Uhr, 1 Uhr hierher kommen, alles schleifen und klarlacken und dann morgen früh zusammen bauen und direkt nach Berlin fahren. Ey, das wird eine krasse Aktion, aber jetzt gönne ich mir erstmal ein bisschen Reifen umziehen. 0 Uhr. Und jetzt steigt die Party, glaube ich, am härtesten. Jetzt heißt es Schleifen. Unser Spezialzeug, was so eigentlich aussieht wie Klarlack, aber kein Klarlack ist, muss jetzt verschliffen werden. Ich weiß nicht, ey. Da könnte echt noch mal eine Stunde aushärten. Boah, wie sieht es bei dem Rest aus hier? Das sieht schon geil aus, auch so mit dem Glitzer. Aber wir haben massiv Orangenhaut. Ach, Digga. Ich gebe gerade wirklich alles aufs Maximale, dass wir hier wirklich in ein paar Stunden nach Berlin fahren können. Ich nehme jetzt mal Schleifpapier und dann teste ich mal, wie das Ganze ausschaut. Ansonsten muss ich einen Ofen anschmeißen und nochmal eine Stunde überbrücken. Denn ich kann mein Auto, um Gottes Willen, kann ich echt nicht so hinstellen. Ich meine, guckt euch mal, was das für eine Orangenhaut ist. Das ist, weißt du, der Rest vom Auto ist mega super, aber ich kann das nie mit so einer Orangenhaut hinstellen. Fuck, ey. Also, ja, ich teste das Ganze mal und gebe dann gleich meine Rückmeldung, wie jetzt die Lage hier sein wird. Wir haben den nächsten Tag und, ich setze mich jetzt lieber hin, ey. Es ist, glaube ich, alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Ich konnte gestern nicht mehr schleifen. Es ist einfach sehr kalt gewesen. Das Zeug konnte nicht mehr aushärten. Das heißt, ich bin jetzt heute früh um 6 Uhr hier angetanzt, habe alles geschliffen, geklarlackt und habe eigentlich gar nicht mehr die Kamera angemacht. Ich habe jetzt einfach nur noch funktioniert, dass wir jetzt gleich los können. Ich werde jetzt gleich nach Hause machen, duschen, Sachen packen und nach Berlin fahren. Für euch gibt es jetzt das fertige Auto. Es ist wirklich absolute Endstufe geworden, aber es ist so viel schief gelaufen. Wie gesagt, wir können gerne im nächsten drüber quatschen. Ich glaube, das Video wird schon lang genug gehen. Für euch gibt es jetzt das fertige Auto mit dem fertigen Polen. Also viel Spaß. Das ist er nun, unser neuer JDM Pisskoffer 2.0 mit JDM-Kit und sogar einer richtigen JDM-Tröte. Ich habe mir ja den alten Auspuff auf dem VW-Treffen abgerissen und das so doll, dass da nichts mehr zu retten war. Das war alles verbogen. Jetzt habe ich aus meinem alten E34 einen faustgroßen HKS High Power Endschalldämpfer und wie ich finde, fittet der
absolut richtig geil. Das Einzige, was ich jetzt nicht mehr machen werde, ist die Leisten dran machen. Die habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Und ich müsste sowieso noch da ein paar Löcher reinschneiden, damit die US-Leisten reinpassen. Ich denke mal, das wird jetzt für das Treffen nie auffallen. Wichtig ist, der Wagen ist wieder zusammengebaut und es kann losgehen. Ich bin mega fertig, aber ich bin mega glücklich, dass ich jetzt mit dem Auto einfach aufs Event fahren kann. Gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr jetzt zu diesem Upgrade haltet, denn so wie der Wagen jetzt ist, können wir wieder auf Straße fahren. Ich habe übelst Bock, wieder auf Achse, auf Events zu fahren, aber auch wirklich keinen Bock auf Stress mit den Cops durch so einen Riesenspoiler. Ich habe mega Bock drauf. Ich nehme das Abschied von euch. Lasst mir gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, eure Meinung in die Kommentare, was ihr von diesem krassen Umbau haltet. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, lasst euch gut gehen und ciao.